Problem ist, dieses Spiel gibt einem diesen Charakter am Anfang nicht, aus einem unerklärlichen Grund. Weil es buggy ist, aber das macht ja auch nichts. Ich bin ein Kambivobo. Aber ich habe vorhin versucht zu ertrinken. Das hat nicht funktioniert. Ich habe mich also ins Wasser gelegt, sie ist nicht ertrunken. Dann habe ich versucht, vom Berg zu springen, was nicht ging, weil ich den Berg runtergewackt bin. Jetzt versuche ich gerade einfach irgendwo hinzulaufen und einen Zombie zu finden und hoffe, dass der mich dann töten kann. Aber aus Erfahrung von vorhin weiß ich, dass die Zombies sich eher gegenseitig töten, anstatt mich zu töten. Aber gut, wir werden es gleich sehen. Ich habe die Zombies gerade gekillt. Okay. Ja, mich ja auch irgendwann nach 5 Minuten. Ah, ich sehe was. Ich glaube, da ist ein Dorf oder sowas. Und es steht ein Haus. Oh, auf der linken Seite. Dörfer sind nicht gut. Dort ist ein Haus. Ein wunderschönes Haus. Und kein Zombie in der Nähe. Ich finde es auch schade, dass man vom Weiben keine... Ah, da ist ein Zombie. Komm her! Komm, 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 komm. Ja, schlag mich! Nimmst du jetzt eigentlich schon auf? Ja, ich nehme jetzt schon auf, um zu zeigen, wie geil die Zombies sind. Mit denen kann man einfach zusammen im Kreis laufen. La 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 la, wir laufen im Kreis, weil die Zombies die Route nicht ändern und einfach die identische Route wie du laufen. Sehr schön programmiert. Das ist genial. Ja, warte, ich schicke euch mal einen Link. La, la, da la, la, la. Das ist so. Was erwartest du von dem? Ich laufe im Kreis. Ich laufe im Kreis mit einem Zombie. Ja, das ist so ein Link von der ganzen Karte von DayZ. Da könnt ihr euch dann markieren. Und dann sehen wir Handy. Oder so. Ich glaube, den nehme ich mit. Das ist mein neuer Freund. Das ist wie ein Haustier. Der läuft dir die ganze Zeit einfach hinterher. Und wenn du im Kreis läufst, ja, läuft er einfach im Kreis mit. So ein Haustier habe ich mir schon immer gewünscht. Geil. Du musst den Sitz und Platz noch beibringen. Sitz, Zombie! Mach Sitz! Mach Sitz! Der Feuer dann aufs Maul. Mach Sitz, Zombie! Also ich meine, wie gesagt, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, dass ein Spiel noch nicht fertig ist oder dass es ein Alpha ist oder keine Ahnung was, aber naja, ich hatte ja zumindest die Hoffnung, dass man sterben kann im Spiel. Also außer von Spielern jetzt. Kann man ja auch. Hallo! Guck, ob der mich wenigstens trifft. Ich join und safte mal instant. Ah, bleibt sogar mal zwischendurch einfach stehen. Und immer wenn er versucht auszuholen. Kacke, hallo. Was denn? Das ist einfach so lustig. Lalalala. Also ganz ehrlich, das nimmt einem ja völlig die Angst vor den Zombies. Ja. Also ohne jetzt immer sagen zu wollen, aber... Also ich wurde schon oft genug blutig geschlagen von denen. Das Spiel lebt doch auch so ein bisschen davon, dass du dich erschreckst, wenn so ein Zombie kommt, Alter. Eigentlich schon, und der springt eigentlich die ganze Zeit nur daneben. Ich gehe einen Schritt zur Seite und dann weiche ich aus. Der rastet hier gerade voll aus, der Zombie, aber hat mich noch nicht einmal getroffen. Deswegen, es wird auch oft als Jogging-Simulation im Moment beschrieben. Okay. Jogging-Simulation, finde ich gut. Also ich mag den Kerl, ich glaube, den behalte ich. Komm mit, wir gehen zusammen. Okay, der bleibt auf jeden Fall jetzt bei mir. So. Und dann gucken wir uns mal dieses Dorf an. Ein Kamerad schon. Also einen habe ich schon gefunden, der hilft mir jetzt. Der unterstützt mich jetzt. So. Der schreit nur ein bisschen viel rum. Das ist nicht so sympathisch, finde ich. Da ist aber schon mein Haus. Kannst du mal ins Haus gehen, Zombie, vielleicht? Guck mal, ob das funktioniert, ob ich den irgendwie reinbacken lassen kann. Indem ich einfach vorstehe. Geh rein. Komm, geh rein. Gehst du rein, Zombie, komm. Ey, Matthew, jetzt lass dich killen, Mann. Der springt immer rum wie so ein Affe die ganze Zeit, als sei der behindert oder so. Also, lass sie einfach töten, Mann. Okay, ich lass mich töten. Okay, Leute, also wir machen jetzt das große Zombie-Experiment. Ich stelle mich einfach hin und warte, wie lange es dauert, bis ich sterbe. Und ich werde mich nicht bewegen. Ich mach Timer. Okay. Okay, er ist das erste Mal vorbeigesprungen, obwohl ich nur gestanden bin. Okay, warte, stoppe. Und. Oh ja, er trifft mich. Ja, okay, wenn du ganz stehen bleibst, dann trifft er dich wirklich. 3 Minuten? Okay. Ich hab mich jetzt auch bewegt, also deswegen trifft er mich auch nicht. Also ich muss nur ein kleines Stückchen bewegen, dann trifft er mich schon nicht. Na doch, dann doch manchmal schon, aber. Seid ihr schon in Elektro? Schon 20 Sekunden, Alter. Ja. Ja gut, ich bewege mich auch zwischenzeitlich. Einfach um zu gucken, wie der reagiert auf meine Bewegung. Okay, wenn du dich zu spät bewegst, trifft er dich trotzdem noch. Okay, probieren wir das mal aus, wie das ist, wenn ich irgendwo im Wald stehe, ob der in die Bäume passiert ist. Ich nehme jetzt auf. So. Also ich glaube, ich bin jetzt schon kurz vorm Sterben. Wir rennen einfach mal kurz in diesen Wald rein, um zu gucken, wie so ein Zombie reagiert, wenn ich im Wald drin bin. Okay, ich verstecke mich einfach mal hinter dem Baum. Mal sehen, wie der reagiert, wenn ein Baum im Weg ist. Wollen wir dann anfangen aufnehmen? Der reagiert gar nicht mehr, der ist weg. Leute? Aber ich kann doch boxen! Was erzählt denn der Scheiß? Ja? Wollen wir jetzt aufnehmen? Warte kurz, ich will mich mit dem Zombie boxen.
Ja, dann. Er hat doch eben gesagt, ja, er nimmt schon die ganze Zeit auf. Ich nehme aber doch nur den Anfang auf, um das als Scherz vors Video zu schneiden. Achso, okay. Oh, ich hab den Zombie getötet! Yay! Oh, ach nee, der ist nur ohnmächtig, der ist nur ohnmächtig. Ich wusste niemals, dass Zombies ohnmächtig werden können, aber gut. Ja, seit ihnen! Stirb, du hässliches Missviech! Du bist zu blöd, um mich zu treffen. Jetzt hast du mich nochmal getroffen. Hoffentlich tötest du mich endlich mal, dass ich meinen neuen Charakter bekomme. Der Boxkampf. Zombie versus hässliche Frau. Jetzt lass dich doch einfach umbringen, Mann. Mach ich doch gerade. Der hat mich doch schon 10-mal getroffen. Was kriegt ihr, wenn ich nicht sterbe? Er rennt sich schon 3 Stunden mit dem durch die Gegend. Okay. Und jetzt hören wir noch im Hintergrund die Sounds vom Schlagen, obwohl ich überhaupt nicht mehr schlage. Sehr gut. Gesund auf jeden Fall. Das ist zeitverzögert. Oh, Leute. Kann ich jetzt mal sterben, bitte? Ich bin immer noch nicht tot. Ganz hoch. Immer noch nicht tot. Und immer noch... Ah, doch, jetzt. Oh, ich bin tot! Warte, warte. Ich guck mal. Yes! Ich hab's geschafft, ich bin gestorben. Oh, ich ja auch stolz auf 2 Minuten. 2 Minuten. Keine Ahnung. Ha! 2 Minuten Fatzel, ey. So, meine Freunde, ich danke, dass ihr das schon angeguckt habt, aber gleich geht's natürlich richtig los, direkt hier im Anschluss. Hallo, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu einem niegelnagelneuen Projekt hier auf meinem Kanal. Viele von euch haben es sich gewünscht, viele von euch haben nachgefragt. Mensch, Mentor, spiel doch mal DayZ. Und wie ihr seht, wir befinden uns hier gerade auf der schönen Welt und werden jetzt wahrscheinlich ein ziemlich großes Abenteuer erleben. Ich weiß noch nicht genau, was auf mich zukommt. Ihr habt ja schon ein bisschen was gesehen vorher im Trailer. Bitte nehmt den nicht zu ernst. Ich habe einfach mal so ein bisschen Späßchen gemacht. Wir wollen natürlich jetzt hier ganz ernst und mit 100% Elan und ihr wisst schon Bescheid, halt einfach DayZ spielen. Ich habe noch ganz viele Gäste dabei, die mich ein bisschen unterstützen. Und zwar einmal den Felix Plays, von dem ihr auch schon gehört habt, der ja auch in meinem Livestream kurz dabei war, den wir getroffen hatten. Sag mal auch mal Hallöchen. Schönen guten Tag. So, dann haben wir noch dabei den Paddy Smile natürlich, der darf ja nicht fehlen. Hallo. Dann den Philipp. Servus. Den Namen, den ich nicht aussprechen kann. Chris, ja. Udosch, ja, Udosch, Chris. Udosch, irgendwas. Ich kann das auch nicht aussprechen. Ich bin Abschau. Chris. So, hab ich alle? Ja, ich hab alle, ne? Genau. Hast du wunderbar. Alle. So. Und wir werden jetzt eine Runde zusammen DayZ spielen, hoffen, dass wir einigermaßen klarkommen und uns erstmal hier finden. Genau, die erste Folge wird sein, finde das Ziel. Wir finden uns, genau. Ja. Das wird die erste Folge sein. So. Daddy, du bist doch gerade in Elektro, oder? Ja, ich laufe hier zu Kamishovo, weil du es gesagt hast. Ja, okay. Ja, ich werde jetzt erstmal hier durch den Wald düsen. Ah, da vorne ist ein Leuchtturm. So, da sollte ich vielleicht mal reingehen und gucken, ob da was drin ist, ne? Kann es sein, dass da was Leuchtturm, drin ist? Nee, lohnt sich nicht. Leuchtturm? Warte mal. Ja, dann Leuchtturm. Bist du in der Nähe von Elektro. Dann bist du gleich da. Okay. Das heißt, bleib mal an der Stelle. Mehrere Leuchttürme. Ja, aber wenn er spawnt, dann ist es meistens immer in der Nähe von Elektro. Also, ich gehe mal ganz kurz hier oben auf den Turm drauf. Vielleicht ist da ja noch irgendwas drin in dem Leuchtturm. Leuchtturm in Elektro? Ach, nee, der ist ja auf der Insel, ne? Ja, der ist da hinten auf einer Insel. Okay, dann heißt... Ach, ich bin auf einer Insel? Bist du? Nee, nee. Guck mal nach. Also da hinten sehe ich ein Schiffswrack. Muss ich da erst rüberschwimmen? Ach so. Ja, nee. Nee, dann bist du doch... Okay, ich gehe wieder nach unten. Hier war leider nichts. Dann muss da doch irgendwo Balota oder so sein. Mentor! Ja, es tut mir sehr leid, aber wie ihr das vorhin auch in dem Vorspann gesehen habt, war ich ja die ganze Zeit mehr weiblich als männlich und deswegen musste ich erstmal sterben, um den anderen Charakter zu übernehmen. Blaues T-Shirt. So. Hallo? Bei einem hat es an die Tür geklopft. Oh, ja, spannend. Wer wird es sein? Wer wird kommen? Ich hab übrigens mein Telefon immer noch nicht zur Seite gelegt. Wie, jetzt ruft gleich jemand an. Oh, das wär's für die Aufnahme. Das wär's. Ist deine Nummer? Ja, der Mentor zockt auch jetzt zum ersten Mal, DayZ. Genau, das ist auch für euch so ganz wichtig, bis auf den Vorspann, den ihr gerade gesehen habt. Das ist so die erste 20 Minuten, die ich halt einfach mal so was ausprobiert habe. Ich zocke also jetzt wirklich zum allerersten Mal dieses Spiel, weil ich für euch sozusagen diese Eindrücke euch geben wollte, die man halt hat, wenn man das erste Mal dieses Spiel spielt. Ich sag mal so jetzt, ich habe natürlich auch positive Eindrücke vom Spiel, nur gerade war es halt so beim ersten Mal, das habe ich dann nicht aufgenommen, weil, naja, es war halt doch sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang. Alter, ihr verfolgt mich die ganze Zeit so ein Spieler, ey. Was willst du denn? Hallo, was willst du denn? Wie redet man? Genauso wie auch man bei Arma 3 redet, altes Leid. Ja. Hallo. Ah, das ist ja geil. Wahrscheinlich Englisch reden mit dem. Finde ich super. So, jetzt natürlich die Frage, laufe ich die Straße links entlang oder laufe ich die Straße rechts entlang? I'm from Germany.
Also rechts von mir ist das Meer. Jetzt sollte ich die Straße entlang laufen, ne? Oder? Ja, wenn du aufs Meer guckst, halt nach rechts. Wie auf ins Meer guckst, nach rechts? Dann laufe ich ins Meer rein, du Vogel. Achso, wenn ich auf Meer... Ah, aufs Meer gucke, nach rechts. Okay, dann muss ich in die Richtung. Okay, Ukraine, ach du Scheiße. Der kommt aus der Ukraine. Nee, geh mal weg. Oh. Aus der Ukraine? Ukrainer, das ja, nee. Ukraine, nee. Der Konflikt, mit dem würde ich mich... Nee, nicht. Oh, da ist auch ein Zombie noch. So, also Philipp, man sieht, das Spiel an sich sieht eigentlich sehr schön aus. Noch Kamibobo. Auch die Sonne und der Shader, das sieht ganz ordentlich aus. Genauso wie der Typ, der sieht auch sehr gut aus. Das, was ich mich so ein bisschen stört, was mich so ein bisschen stört, ohne dass ich jetzt auf Typen stehe, aber ich meine, der sieht halt gut animiert aus. Die Grafik sieht da ganz schön aus. Was mich halt so ein bisschen stört gerade ist, dass teilweise Bäume sehr merkwürdig aussehen. Etwas unrealistisch, wie zum Beispiel dieser Baum. Das sind wahrscheinlich einfach zwei Bäume, die direkt nebeneinander stehen und irgendwie ineinander gebackt sind. Aber... Ja, nee, ihr merkt das vielleicht, wenn ich so weit weg gucke. Seht ihr das da hinten so, wie extrem pixelig das da überall ist? Das nee, könnte es auch nicht daran liegen, weil ich die ganze Zeit renne, aber... Alter, hier dieser Zombie, ey. Oh ja, hier links, Zombies ist laufen echt bekloppt. Hier links ist ein Dorf. Oh, noch einer. Wie kann ich denn dafür sorgen, dass mich zum Beispiel so ein Zombie nicht sieht? Verstecken. Das geht eigentlich fast gar nicht. Oh, was will der denn? Ich höre auch schon einen, glaube ich. Ich bin sofort da. Ich höre auch schon einen. Wer ist noch bei dir jetzt? Noch keiner. So, ich dachte hier Paddy oder so wäre noch bei dir. Ja, ich mir dachte schon, er läuft Kamibobo. Wie kann ich denn einen Zombie töten ohne Waffe? Das ist auch irgendwie unmöglich, oder? Alter, ich muss den... Nein, ich hab Fäuste auf dem Kopf, das geht schon, aber es dauert ziemlich lang. Und wie kann ich die Fäuste hochnehmen? Nochmal, wie war das? Mit Leertaste. Ich hab den Typen ins Bein geschossen, fuck, Alter. Oh, wie viele Zombies sind denn hier bitte auf? Man muss halt echt den Kopf treffen, sonst bringt das nicht viel. Ja. Voll ins Bein geschossen, ey. Ey, so viele Zombies an der Küste, was ist denn hier los? Ich bin durstig und hungrig. Ich habe ja schon eine Nachricht, falls ihr kommt. Wenn ihr kommt. Ich kann jetzt auch nicht nachladen, weil die Kack-Zombies nicht abhauen. Alter! Da hinten rennt ist schon eine Scheibe kaputt, das heißt hier... Blaues T-Shirt, ja. Weiß ich nicht, ich stehe hier auf der Straße. Du wirst mich gleich erkennen. Okay, das bin ich. Woran erkenne ich denn Items? Sind die auffällig oder sind die sehr unauffällig? Unauffällig. Es gibt große Items und es gibt kleine Items. Rucksäcke sieht man auf den ersten Blick. Und es gibt keine Items. Die gibt's auch. Die gibt's auch, ja. So. Die sieht man sehr oft. Ich geh mal in dieses Haus hier rein, das sieht ja noch einigermaßen sympathisch aus. Es gibt auch dass die Scheiben teilweise schon kaputt sind. Es gibt zwischendurch auch mal Hasen, Philipp. Die Scheiben sind ja alle schon Schrott. Ja. Okay, also es sind auch Stühle umgeschmissen in diesem Haus hier. Und hier ist auch leider nichts, Plan, oder was auf dem Boden liegt. Das könnte eine Schule sein, wo du bist, Mentor. Vielleicht. Schule, das ist keine Schule, hier ist ein Bett, Alter. Die Kinder schlafen hier noch nicht, oder? Daddy, ja, wer weiß, mit dem Waisenheim. Ja. Aber wenn ich Türen zumache, kommt Zombies auch nicht rein, ne? Doch. Wie doch? Wir können durch die Wände backen. Lol. Daddy, wo bist du? Ich bin gleich in Kamishuru. Ich finde das nur so lustig, dass man ein Spiel erstellt, was realistisch sein soll. Und dann hat man keine. Und dann können Zombies durch die Wände buggen, aber man selber hat keine Lebensanzeige. Da würde ich doch zumindest für den Anfang so machen, dass man sagt, okay, das ist sowieso noch nicht realistisch, weil es einfach noch so verbuggt ist. Dann geben wir den Leuten wenigstens eine Lebensanzeige. Alpha. Ist das einer von euch? Mit dem Helm? Alter, sind einfach alle Scheibenschrott. Ich hab ein schwarzes Bandana. Okay. Spawnt denn auch zwischenzeitlich noch was? Hallo? Oder muss man dafür einen Server-Restart machen? Ja, Server-Restart. Ernsthaft? Ja. Ach so, mein Mikrofon war gemutet, MTS. Ah, sorry. Ach, du bist das? Ja. So. Ich hab mich schon gewundert. Ich hab eine Frau. Was ist denn hier? Wie kann ich denn das... Was ist denn... Ein Feuerlöscher habe ich jetzt. Ich hab einen Feuerlöscher. Ja, genau, damit kannst du Zombies zum Beispiel ausschlagen. Der braucht zwar auch ein bisschen länger, aber... Wie kann ich den denn jetzt auswählen und so? Ich muss erstmal... Du drückst halt Tab, dann kannst du den in dein Inventar ziehen. Ja. Wo ist mein Inventar? Hände wahrscheinlich, ne? Ja, du drückst halt Tab und ja, dann einfach auf deinen Charakter ganz oben. Ziehen. Oder ganz oben hin. Ganz oben, wo deine Schuhe sind und jetzt so, da musst weggebuggt. Du den Feuerlöscher reinschieben. Jetzt ist es weggebuggt. Wie, weggebuggt? Jetzt ist es weggebuggt, hast du mein Inventar gebuggt. Jo, ich bin schneller. Hey Chris, ich bin feucht. Jetzt, ich hab's zwar noch auf dem Rücken, aber es ist aus dem Inventar gebuggt, also es ist weg. Warte mal ganz kurz, Philipp. Ich popel dir jetzt in der Nase. Hier. Ihh. Habt ihr das gerade gehört? Geht nicht. Du willst woanders rumpopeln, ne? Deswegen Hallo? Habt ihr das gerade gehört? Nee. Soaking wet, hä?
Ja. So Leute, wir sind gleich im Fumichomo. Wie kann ich den jetzt, also der Feuerlöscher ist bei mir aus dem Inventar rausgebackt. Ich glaub's aussaugt. Nie aus rausgebackt. Also. Es war, vorhin wurde von unten links angezeigt, es ist weg. Ja. Ah, jetzt hab ich's. Ja, der kommt dann gleich. Nee, jetzt hab ich's oben im Inventar, jetzt hab ich's im Inventar. Warum bleibst du stehen? Hallo? Und wie kann ich das jetzt in der Hand nehmen, den Feuerlöscher? Mit 1. Musst du, achso, okay. Ey, muss gucken, was unten dein Kind ist. Eins geht nicht, geht gar nichts. Ich kann nichts tun. Ey, wer ist denn da gerade stehen geblieben? Die drück Frau doch mal Tab, dann hast das? Du unten noch. Ich bin das Felix. Da kannst du das Feuerlöscher reinziehen. Ach so. So als Quickstart. Weil dich verfolgt dann. Nee, das geht nicht. Doch, das geht. Kann den da nicht reinziehen. Nein. Oder der wo meinst Felix. Du? Oder meinst du ja, unten da? Ja, ganz schnell. Ah, nee, hab ich schon verstanden. Da war das vorher auch schon drin. Okay, hab ich verstanden. Passt schon. Und okay. Das war jetzt meine Schuld. Ich hab ein bisschen gefailt einfach. Soll ja auch mal passieren. So. Ich denke mal, man darf Philipp, auch mal fehlen. Ja. Siehst so, Leute, seid ihr jetzt auch in Kamishobo drin? Weil wir kommen ja, jetzt rein. Wir stehen hier auf der Straße und warten. Okay, wir kommen jetzt rein. So. Ja, jetzt sind wir schon mal zu viert. Jetzt müssen wir noch den Mentor finden. Ach, ihr seid schon zu viert? Ja, ja, natürlich. Toll. Nur noch du drauf. Fällst. Und nur weil ich irgendwo hier in der Pampa gespawnt bin, muss ich... Ja, jetzt... wir holen dich gleich ab, keine Angst. Okay, sind gleich da. Dauern, aber... Gibt's ja auch Fahrzeuge? Nein. Nee, leider noch nicht. Es kommt aber wie kann ich jetzt den Feuerlöscher damit angreifen? Einfach schlagen, also Maus. Nee, du musst Leertaste drücken, dann bist du im Angriffsmodus und dann kannst du schlagen. Okay. Linker Maustaste. In your face. Wenn man den in der Hand hält, dann braucht man nicht jetzt Leertaste drücken, oder? Doch, eigentlich schon. Läuft man jetzt eigentlich noch schneller, wenn man Fäuste oben hat? Ja, ich glaube schon. Willst du ja mal ausprobieren. Okay. Warte, mach du mal gleich Fäuste hoch und ich nicht. Okay. Aber Doppel-W, ne? Ist klar. Los. So, ich laufe jetzt auf jeden Fall die Straße immer noch entlang. Da. Sind genau gleich schnell. Fail. Also irgendwas stimmt mit mir schon nicht. Der ist schon hungrig. Der ist schon hungrig auf jeden Fall. Also mein Typ ist auf jeden Fall schon hungrig. So viel steht schon mal fest. Ja, wir müssen uns beeilen. Hat jemand noch Essen dabei? Okay, kann ich Limousin haben? Ja, hab ich. Kann ich dir Limousin? Ja, du hast ja gesagt. Okay. Ja, kannst du schon ein bisschen Essen geben? Also rechts von mir ist auch eine Eisenbahnstrecke, vielleicht seht ihr dann, wo ich Inventar bin. Inventar verschwunden. Schöner Helm, ja, das muss gleich kommen. Oh, jetzt habe ich gerade einen Desel hier. Der sagt mir irgendwie rot. Wie ist das denn mit dem Brunnen? Hast du da schon rausgetrunken? Nö. Willst auch nicht probieren, ob man dann wohl vergiftet wird? Ja. Brunnen? Nee, Brunnen. Bis Brunnen jetzt ist es mir noch nicht passiert. Ich habe so oft aus dem Brunnen getrunken. Okay, aus dem Brunnen, okay. Wie sieht das aus? Wie sieht das aus bei, also rechts von mir ist eine Eisenbahnstrecke. Dann wisst ihr ja ungefähr schon, wo ich bin, oder nicht? Weil links von mir ist mehr. Wir wissen auch so, wo du bist, wenn du da bleibst halt. Wenn ich da bleibe halt? Ich bleib einfach auf der Straße, dann kann ja nicht schief gehen. Ja, du kannst auch ein bisschen da, halt da in der Nähe rumlaufen, damit wir, ja, da gleich hinkommen. Peaches. Ja, ich bin einfach auf der Straße, das ist ja dann nicht schwer. Wenn ihr wisst, wo ich bin, dann müsst ihr einfach die Straße... Ja, Moment, ich will irgendwas trinken. Ja, okay, dann hier hinten zum Brunnen. Ja. Der war hier, glaube ich, ne? Nee, hinten beim roten Haus, so, das ist so ein rotes Haus. Ja, irgendwie. Irgendwie das Gefühl, dass ich auf einer Insel bin oder sowas. Vielleicht zeigen, egal. Was ist. Musst du halt mal gucken, wenn du ringsrum um dich Wasser ist, dann ja. Ich hab genug. Ja, dabei. Nee, aber da siehst du ja nicht, wenn zwischendurch hier ein Berg einfach in der Mitte geklatscht ist. Oh, ein Berg. Der war noch dahin, oder war der ganz dahin? Der war noch ein bisschen weiter. Aber hier, also der hechelt hier schon die ganze Zeit vor sich hin wie so ein Irre. Hey, das war doch hier. So, ich bin hydrated. Oh, okay, vor mir ist eine etwas größeres Dorf. Hier hinter. Oh ja, ein ziemlich großes Dorf. Da sind doch einige Gebäude jetzt. Ja. Hörst du? Da ist doch der Brunnen hier, oder? Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, ich bin falsch gelaufen. Geil. Was ist das hier für eine Wand? Eine Wand! Oh nein, ich hab einen Zombie. Oh, nein. So, wer hat jetzt noch Essen? Nicht. Ich hab noch eine Dose. Aber ich hab die doch gerade gegeben. Nee, das war der Philipp. Ja. Hast du nur zwei Mal essen, dann waren sie weg. Nee, ich hab schon gegessen. So, war nur ein bisschen, dann waren sie weg. Echt? Ja. Ich bringt wohl nicht. Quatsch, der ist nur verfressen, das waren 70% noch. Der lügt? Oder zwei Bissen waren es. Das war ja. Er waren 70% drin, ich hab zweimal gegessen, war's weg. Ja, egal. Ja, warte, ich kann euch jetzt noch was hinlegen, dann habe ich aber selbst nichts mehr. Ja, ich kann hier ein bisschen was drinnen lassen, nur dass ich jetzt nicht sofort... Der Zombie ist einfach mal weggebackt. Ich dachte, man kann ihn noch durchsuchen oder so. Ich dachte halt, du hast schon. Ja, nee, warte, Zombies kann man nicht durchsuchen. Dann esse ich jetzt schnell was und gebe euch dann den Rest. So, 51, das reicht. Wurde einmal getroffen von so einem schwulen Zombie. Philipp, du hattest ja schon was, ne? Wer braucht jetzt noch? Ja, warte, ich habe hier hingelegt, da unten. Also ich habe Hungry auf grün. Ja, ich nicht. Also ich habe Hungry und Thirsty beides auf gelb. Ja, das ist schlecht. Das ist nicht so gut. Wenn es auf rot ist, dann ist es noch schlechter. Dann ist es vorbei.
Also du brauchst keinen ersten hier, der mit dem Helm. Nee. Was ist das? Nee, ich bin's Felix. Ich find's halt schade, dass man kein Start-Equipment hat. So, das ist so ein bisschen deprimierend, finde ich. So Leute, doch, ich bin hier der Squad-Leader. Ich hab gar nichts, das ist ja das, oder? Oh, der hier, antreten. Ah, doch, da eine Batterie und eine Taschenlampe. Antreten, Leute. Kann ich den auswählen? Hier, Reihe und Glied, bitte. Ja, Moment. Ich hab einen Knick in der Optik. Was für ein Reihe dann, Bruder? Hier, vor dir, oder was? Ja, hier so, vor mir. Hinstellen. Das war's falsche. Hallo? Dahin, da wo ich hinzeige, dahin. Hätte ich nicht vor mir. Ja. Das war das Falsche. So Leute. Kann ich irgendwie salutieren? Ey cool, der kann sich sogar mit der Waffe hinsetzen. Da salutieren geht. Nee, geht ja, nicht. Ja. Hey. Doch mit Hashtag. Probier mal Hashtag. Ich geh jetzt mal in dieses Dorf rein. Hashtag. Ich ahne Hashtag. Zwar, dass da wahrscheinlich sehr viele Zombies sind, aber. Ja, komm los, Leute, lass aufbrechen. Ja, ich sehe nur keinen einzigen. Zombie. Okay, ich zück am besten eine Waffe. Nee, ja, pack besser nicht. Ganz schnell. Ich lauf schon mal los und okay. Go! Ich kann springen. Warte, Hände. Ja, schlag noch Dollar drauf. Ich will euch finden, ich hab Angst alleine. Ja, bleib da, wo du bist, wir finden dich gleich. Ja, ich bleib jetzt in diesem Dorf hier einfach drin. Weil sonst wird das eh nichts. Oha! Oha, seid ihr das da? Das sind vier Leute. Nee, ah, ja. Oh, wie kommt ihr denn jetzt schon auf mich zugerannt? Was? Da kommen einfach mal vier Zombies! Doch, da ist er. Oder? Seid ihr das oder sind das vier Zombies? Bist du. Ich hab dich gesehen. Seid ihr? Ich dachte, das sind vier Zombies, die gerade ausrasten. Leute, hallo! Ich hab euch! Yeah, wir haben uns gefunden! Ich glaub's nicht. Yeah! Na, ihr? Er läuft hier sind voll viele Häuser. Ja, ich hab Feuerlöscher. Der Mein Name ist der Mentor und ich habe einen Feuerlöscher. Und ich habe eine Axt. Cooler. Okay, wir müssen jetzt eine Begrüßung machen. Wie macht man dieses, Kannst du mal einen Schritt machen? Kannst zum Beispiel, warte. Wir haben ihn gefunden. Applaus. Ich habe euch gefunden. Yeah. The friendly dance. Das gefällt uns. So. Super. Oh, ich hab gar nicht die Zeit gestoppt, ey. Wie macht man ich das? Ich glaube. Mit F2. Okay. Mentor, du bist der Auserwählte. Du bist es. Applaus! Yeah! Applaus? Okay. Ich bin es. Oh Gott. Applaus! Hey, super! Okay, los, lass aufbrechen. Hey, super! Alter, warum hast du so übelstes Equipment? Was geht mit dir denn? Elektro, ja. Ich hab schon ein bisschen was. Boah, das ist ja übel. Auf nach Elektro, los geht's. Hast du eine Axt, Mann? Wie geil. Ja. Ich würde sagen, ja, nach Elektro. Du bist so ein Freak, ey. Und von Elektro dann können wir jetzt mal loslegen. Und hier in dem Dorf ist nichts. Habt ihr schon durchsucht? Alles schon ausgelootet hier. Alles im Vier und drum und dran, dann müsst ihr sterben wegen euch. Mentor, hast du genug Essen zu trinken? Ich hab gar nichts, ist ja das. Okay, das ist schlecht. Hier hat noch einer was von euch über. Nee, ja. In Elektro werden wir auf jeden Fall was finden. Mentor, okay. Du musst es mir mal folgen. Oder sterben, den Tod finden. Aber den Mentor, Tod du weißt ja, wer ich bin. Ich bin ja hier der Haus. Ja, der Schwatte mit dem. Der Schwarze. Hässlichen der Schwarze. So, am besten folgst mir, denn hier ist gleich ein Brunnen. Und da kannst du schon was zu trinken holen. Genau, das ist okay. Gut. Dann stirbst du schon mal nicht so schnell. Zwar schnell, aber. Aber die Häuser habt ihr echt alle durchsucht? Nee, ja, Mann. So man weiß halt, wo was drinnen liegt und ja. Und da wart ihr drin schon. Ja. Wie springt man? Mit V. Ach so, auch mit V, okay. Ja, du musst doch wissen. Ja, das hätte sein können, dass es das anders ist, weil einmal 3 und überall sonst. Leertaste. Und Drinkwater kann ich dann wahrscheinlich mit. Ja, mit Mausrad einfach. Ja, genau. Das war ja genau so. Trink so lange, bis in deinem Inventar neben deinem Charakter hydrated hellgrün ist. Also da wird dann gleich hydrated angezeigt. Aber nicht so oft, weil sonst kannst du dich auch übergeben und dann... Und dann bist du krank. Ja. Ah, das ist ja geil, das feier ich. Brauchst du Essen und... I feel thirsty, sagt er immer noch. Ja, dann musst du weiter. Ja. Guck einfach gleich mal zwischendurch in dein Inventar, bis da hydrated steht. Okay. Ich halte hier mal so lang die Stellung. Ja. Guck mal, falls ich auch mit meinen Fäusten hier. Yeah, egal wer kommt, die kassieren. Guck mal hier rein. Hier, Flashlight. Jetzt hat Flashlight weggeschmissen, das kostet alles Geld. Nein, ich hab zu viel getrunken. Aha. Oh Gott. Ich hoffe, ich muss nicht kotzen. Ja, wie oft bist du rübergekommen? Mentor? Zweimal? Ja. Ne, dreimal. Okay, dann das könnte es durchaus sein. Ah ja, passt schon. Aber egal, ich kotze mir in den Helm. Bei mir ist irgendwie immer noch nix so. Okay, dann hast du noch was für später. Weiter. Hast du noch was für später? Oh Gott. Makaber, Alter, wie viel trinkt der denn, bevor der kann... Jetzt ist Durst schon mal weg. Durst ist weg. Ja, okay, jetzt kommt gleich irgendwann Hydrated. Und das muss dann hellgrün sein.
I feel hungry. Ja, toll, ey. So. Pulle füllen. Passt. Ach, die Pullen kann man noch auffüllen, wie geil ist das? Ja, ich hab eine. Trink mal hier ein bisschen was aus dem. Muss ich das immer wieder anklicken oder trinkt der so lange, bis es voll ist? Hey, die EU ist immer wieder anklicken. Immer wieder einfach mal ausrat. Okay, dann hab ich das ja schon 84 Mal angeklickt. Hallo. Hallo. Du hast die Augen zu. Jetzt steht er hydrated, jetzt steht er hydrated. Chinese, ich hab Schlitzaugen. Jetzt steht er hydrated. Chinese. Okay, und das ist das dunkel oder hell? Es ist hell bis mitteldunkelgrün. Ja, wollen rosa ja, Kaffee? Ja, lassen wir es erstmal so. Wollen Curry Chicken? Ein Elektro ist noch ein Brunnen, falls du was brauchst. Okay. Yum, yum, yum. Kann ich jetzt schneller rennen? Können wir jetzt, oder? Sushi, los, komm, los, alle los. Heb deine Poise hoch, wenn du rennst, das ist besser. Also ich das bringt noch gar nichts. Aber das wirklich nichts mehr. Nee. Das ist aber jetzt leckt es bei mir gerade ein bisschen. Das muss einfach. Leck. Da vorne ist jemand. Das ist ein Zombie, der auf irgendeinen Unsichtbaren schlägt. Okay. Lass ihn doch auf Unsichtbare schlagen. Hat schon ausgegeben. Den bringen wir schnell um. Unsichtbarer Schlagen ist immer cool. Wie viel Munition hast du eigentlich für dein cooles Gewehr? Was hast du eigentlich für ein Gewehr? Ich habe... Hast du eine Mosin oder was hast du? 47 Schuss und dann noch ein Magazin. Alter! Was hast du für eine Waffe? Eine Mosin oder eine... Mosin. Oh, hör doch auf! Dann muss ich wieder den Zombie verprügeln? Das ist lustig. Tot. Wir haben einen Mobkreis um den Zombie. Oh. Zombie ist eigentlich mittlerweile Gear dabei? Ey, warte mal! Geradeaus kommt einer, geradeaus ist einer. Ist auch ein Zombie, ne? Ja. Mach ich schnell platt. Und, oh, da ist ja noch eine hinter uns. Aha. Kommt hinter dir, hin? Hinter dir ist eine. Der rennt aber weg, der kann Bock. Ja, jetzt auch, der kann Bock auf dich. Nee, ich glaub nicht, oder? Spawnen die schon? Doch, die spawnen jetzt schon. Ja, wow! Oh, wo kommen die alle her? Auf einmal sind die da. Du machst die halt. Oh, die sind schnell. Ja, ist schnell, aber irgendwie dumm. Geh weg, nicht, dass ich dich noch kaputt haue. Komm her, Zombie, komm. God damn Zombies. Yeah. Ja, die spawnen jetzt schon, aber... Naja, ne, die sind ein bisschen dämlich, haben null Hirn. Und hinter uns ist schon wieder einer, aha. Ich hab einen Zombie geschlagen. Ja, los, hinter uns Leute, kommt wieder einer angerannt. Das wird sonst das dauert. Meine, hinter uns ist aber ein Typ, oder? Das ist ein Mensch. Nein. Oder? Doch, hinter uns ist ein Mensch, guck mal. Der guck doch mal. Doch, das ist einer. Das ist hallo. Ein Typ. Ah, der ist auch Noobie. Ist das denn ein Deutscher? Weiß man aus. Sprich hallo? Ihm direkt hallo? 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 Sprichst du Deutsch? Bist du Deutsch? Schönen guten Tag. Hallo. Hallo? Der Zombie hinter mir! Hallo? 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 Das ist Deutsch? Alle sagen jetzt Hallo? Alter! Hallo. Kümmert sich mal jemand Zombie. Um den Zombie, ey! Hallo, ich kassiere voll Schaden! Mentor, lauf, Mentor! Ey, los, wechsel die Waffe! Hallo! Warte, ich erledige schnell den Zombie. Jetzt wird es hier. Wie, woher kann... Komm her, Zombie! Ich geht mal weg da, sonst... Geht mal weg! Geht mal weg! Ey, was ist denn das hier? Da haus einfach alle um, jetzt. Egal. Es kommt direkt mal. Aber ich blute zum Glück nicht. Wo kommt der denn her? Wir spawnen ja einfach direkt in die Mitte. What the hell? Wer blutet? Ich glaube, ich habe den Roten erwischt, aber ist ja nicht so schlimm. Nein, der lebt noch. Ey, da hinten kommt. Okay, also wir sind auf jeden Fall sehr nette Leute. Du kannst dich ja erstmal unserer Überlebensgruppe theoretisch anschließen, aber wir müssen uns dann leider wahrscheinlich irgendwann später wieder trennen. Oh, da kommt ja noch einer. Was ist denn hier los? Zombie oder Mensch? Zombie. Schade. Ja, geh sterben. So, lass jetzt mal weiterlaufen, damit wir heute noch in den Elektro kommen. Ja, ja, die Folge geht ja schon ziemlich lange. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt auch einen Cut hier. Wir haben uns jetzt hier schon mit einigen Zombies. Lol. Wir haben uns jetzt hier schon mit einigen Zombies angelegt. Wir haben jetzt hier uns zumindest schon mal gefunden. Und wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge von DayZ. Und schaut mal auf den beiden anderen vorbei, dass ihr es mal aus deren Sicht sehen könnt. Also beim Felix Place ist unten in der Beschreibung, beim Paddy Smile ist unten in der Beschreibung. Schaut auf jeden Fall auch mal bei denen vorbei. Und der Mentor ist bei mir auch unten in der Beschreibung. Ja, genau. Einfach mal reingucken. Genau. Da könnt ihr es auch mal aus der Sicht der anderen sehen und kann ich euch nur empfehlen. Das werde ich wahrscheinlich sogar selbst auch nochmal tun. Gut, wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis zur nächsten Folge DayZ. Tschüss.